Herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Let's Play von einem Spiel, was es schon etwas länger gibt. Allerdings kann man es jetzt bei Steam kaufen, ich glaube für 14,99. Und dieses Spiel heißt Feed and Grow. Und man spielt, ja, einen Fisch. Und es gibt da halt verschiedene Modis. Es gibt Deathmatch. Es gibt so ein Krabben. Ähnliches Spiel, wo man eine Krabbe spielen muss. Hier, was wir jetzt spielen, ist der Survivor-Mode, wo man ganz, ganz klein anfängt, nämlich in ein Ei. Und dann schlüpft man und egal, was man jetzt spielt, ob Deathmatch oder sonst was. Es ist Ziel des Ganzen, eben groß und stark zu werden. Und das schaffen wir nur, indem wir ganz viel essen und uns nicht erwischen lassen, weil wir müssen ja überleben. Und es gibt ganz, ganz viele große Fische im weiten Meer. Und die wollen alle unser Leben. Und deswegen, wir fangen an. Als Butterfly, ich kann mal eben kurz zeigen, das ist der Fisch, der frei ist. Also das heißt, dafür brauchen wir keine Taler. Hier oben können wir die Taler sehen. Momentan habe ich 5 ergattert. Es gibt Pinky Winky. Kostet 5 Taler. Es gibt, ja, sogar Dory. Wer kennt nicht Dory? Hey, Dory. Bibos, Anglerfisch und Mahi Mahi. Wir fangen jetzt an als Butterfly. Mal schauen, was wir für einen Butterfly-Effekt haben werden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und danke fürs Einschalten. Euer Cap, wir legen los. Und da sind wir. In einen kleinen Ei. Hey, und da ist noch ein Bruder von uns. Warum sind wir so abseits? Warum sind wir so abseits? Egal, ich werde mal aufs Ei, aus dem Ei brechen. Ja, ja, jetzt hier. Oh, so. Na, was mit dir? Keine Lust? Komm her. So, ich hab dir geholfen. Na, kleiner Bruder. Ja. Wow, wo sind wir hier? Hey, da sind unsere Eltern. Hallo. Hallo, hallo. Ja, wir haben sogar noch hier Pilzlampen. Hör mal, richtig luxuriöse Höhle haben wir hier. Wahnsinn. Ja, ich finde die Grafik ist wunderschön. Die Entwickler haben sich ganz viel Mühe gegeben. Auch die Spielidee finde ich wirklich sehr gelungen. Nur irgendwie finde ich hier gerade nichts zu essen. Und das ist das, was wir brauchen. Wir müssen ganz viel essen. Und Fische können wir noch nicht angreifen. Wir sind auch viel zu klein. Da sind auch kleine. Vielleicht können wir gegen die. Komm, ich bin mal mutig. Können wir gar nicht angreifen, oder? Ja. Mein kleiner Bruder hier, der verfolgt mich auch, das ist gut. Gemeinsam sind wir stark. Ja, und wie gesagt, in der fertigen Version, ich weiß nicht, ob es da schon möglich ist, aber es soll Multiplayer-fähig sein. Und das stelle ich mir besonders geil vor. Mit ganz vielen Online-Spielern hier im weiten Meer unterwegs zu sein. Ja, und dann so Deathmatch eben, ne? Oh, das wird bestimmt grausam, Deathmatch. Seht das schon? Die Leute sind dann als Haie unterwegs und lassen den anderen Online-Spieler keine Chance. Hier können wir auch übrigens schnabulieren. Allerdings habe ich ja natürlich hier wieder keinen Erfolg. Sonst sind eigentlich mehr Röhren hier belegt. Mit kleinen Blubberbläschen. Oh oh. Wir sollten hier verschwinden. Hier sind mir viel zu viele große Fische. Oh, da ist was. Yum, 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 yum. Essen, 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 essen. So, oh, und jetzt schnell verdrücken. Oh nein, hier fällt alles runter.
Schnell, bevor die anderen Fische kommen, weil... Ah, habt ihr gesehen? Level up. Ein Level höher. Und für jedes Level, was wir höher steigen, werden wir auch größer. Ja. Und somit auch viel gefährlicher. Allerdings nicht als Butterfly-Fisch, glaube ich. Weil es viel, viel größere Fische gibt. Ja, und das Coole daran ist, wenn man halt eine gewisse Größe erreicht hat, ich weiß gar nicht, ab Level 4, 5, glaube ich, wenn man ausgewachsen ist, hat man auch die Möglichkeit, sich zu paaren. Ja, ihr habt richtig gehört, paaren. Ja, das Spiel kann sexuell werden. Haltet euch fest. Und dann kann man auch Eier legen. Ja. Und ich meine, bei Fischen ist das ja, glaube ich, egal, ob ein Männchen oder ein Weibchen, oder gibt es das überhaupt? Ich meine, ich bin jetzt kein Fischexperte. Ich kenne mich null mit Fischen aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber soweit ich weiß, ist das eigentlich egal. Jeder Fisch kann Eier legen, glaube ich, ne? Da sollen wir mal mutig sein. Aber wenn hier Fischexperten sind, die gerade eingeschaltet haben, schreibt mir bitte in die Kommentare und berichtigt mich, wenn ich was Falsches gesagt haben sollte. Ja, und wenn es euch gefällt, ich würde mich natürlich freuen über ein Like, ne? Sowieso. So, da ist das nächste. So. Ja, wir machen auch nicht viel Schaden. 0,5, das ist gar nichts. Gar nichts ist das. Andere Fische machen schon 10 und... Ja. Wir sind eben noch so ein kleiner Noob-Fisch. Aber hungrig sind wir. Wie ein großer. Und wir müssen gucken, dass wir aufsteigen. Ich will aus dieser Kaulquappen-ähnlichen Form raus. So, das sind wir jetzt. Level 3 sogar. Im Level 3 sehen wir schon viel, viel besser aus. Wir haben so einen Schnabel irgendwie. Wow. 3 Seesterne. Und mit diesem Schnabel können wir auch Essen aufspießen. Ja, ich finde, das ist wirklich wunderschön gemacht. Und es ist zum Relaxen einfach. So für zwischendurch. Einfach mal runterkommen. So, kennt ihr das? Ihr seid so im stressigen Counter-Strike-Go-Action und spielt das für ein paar Stunden. Und danach denkt ihr euch, wow, jetzt brauche ich ein bisschen Ruhe. Einfach mal relaxen. Hey, dann schaltet das Spiel hier ein. Die Musik gehört nicht zum Spiel, die habe ich so mit reingemixt. Weil ich finde, die passt sehr gut hierzu. So, Level 5. Ich bin fruchtbar. Also, das war ich schon bei Level 3, aber so langsam habe ich Torschusspanik, ihr kennt das. Ab einem gewissen Alter, und bei Fischen geht das sehr schnell, also jetzt gerade hier, bei uns zumindest. Bin so langsam im Paarungsmodus. Aber natürlich können wir uns nicht mit irgendeinem Fisch paaren, wir müssen schon die gleiche Gattung erreichen. Ah, das sind doch diese Zebrafische, ne? Oder? Die heißen doch Zebrafisch, ne? Halt mal lieber Abstand. Wie gesagt, wenn ich Blödsinn rede, korrigiert mich einfach in den Kommentaren. Da ist... Das ist... Krabbe? Ja. Sowas kann man dann übrigens auch spielen. Es gibt einen Modus, wo man eine Krabbe spielt. Nö. Ich bin jetzt vorsichtiger geworden. Ich bin schon viel zu oft gestorben, wo ich dachte, hey, so eine kleine Krabbe. Ach, komm. Ja, und dann in 0, nix war ich tot. Das ist echt wunderschön gemacht. Oh ja, da sieht man's. Work in progress. Hier hört das Level auf. Es ist wie gesagt eine kostenlose Version. Und ja, wen es interessiert, schreibt mich an. Gebt euch gerne einen Link dazu, wo ihr die kostenlose Version runterladen könnt und einfach mal testen könnt. Ist vielleicht auch günstiger als, direkt sinnlos das Geld auszugeben und hinterher festzustellen, ja, ist ja gar nichts für mich.
Eigentlich hasse ich Fische. Ne? Vielleicht füge ich auch den Link einfach in den Kommentaren ein. Aber wenn ich es vergessen sollte, in der Beschreibung den Link aufzuführen, schreibt mich gerne an oder schreibt mir in die Kommentare. Manchmal vergesse ich sowas dann auch ganz gerne mal. Natürlich ganz unabsichtlich, ne? So, jetzt ist aber doof. Ich wollte euch gerne zeigen, wie man sich paart. Und wie ich die Eier aus meinem Arsch, ne? rausschieße. Jetzt kommt wahrscheinlich, ey, Capfische haben keinen Arsch. Aber eine Kotöffnung haben sie auf jeden Fall. Das habe ich schon mal gesehen. Wenn ich nichts gesehen habe, aber das habe ich schon mal gesehen. Oh ja, Wahnsinn. Hier haben größere Fische zugeschlagen. Und mit solchen Brocken, also für uns sind das zumindest Brocken, können wir viel schneller hochleveln, weil die geben viel mehr Punkte. Seht ihr das? Wie viel XP die geben? Wahnsinn, oder? So, und je größer wir werden, desto schneller können wir auch diese Stücke hier essen, ohne sie noch großartig zu zerkauen. Schön, dass man hier in Ruhe gelassen wird, hier oben. Finde ich sehr angenehm. Weil es geht echt so schnell, das werdet ihr merken. Am Anfang, ihr werdet so schnell sterben, Leute. Oder ihr müsst mega Glück haben. Und das hatte ich leider bisher nicht. Also ich war... Die ersten Male war ich super schnell weg vom Fenster. So, mal schauen, wie viel Schaden wir machen. Ja, 1,1. Das ist schon ein Unterschied. Von 0,6, ja. Trotz alledem, wir sollten mal schauen, wo noch andere Butterfly-Fische sind. Damit wir uns paaren können. Zeit, Mama und Papa zu spielen. Boah, ich sehe hier gar keinen von unserer Art. Von unserer Gattung. Sind schon alle ausgestorben? Hier ist das Level wieder zu Ende. Sind sie alle ausgestorben? Sollten wir wirklich der einzige Butterfly-Fisch sein? Ja, ich bin der einzige Butterfly-Fisch hier im Meer. Und darauf bin ich auch ganz, ganz stolz. Ja. Sehr mager. Sehe keinen einzigen, das gibt's doch gar nicht. Ihr seid alle Butterfly-Rassisten. Das kann doch nicht sein. Ihr könnt uns doch nicht alle umgebracht haben. Nazi-Fische? Gibt es eigentlich Nazi-Fische? Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt gefragt habe, aber... wahrscheinlich gibt es sowas wirklich. Wie gesagt, die Fischprofis unter euch, schreibt mir in die Kommentare. Würde mich riesig freuen. Och, Mensch. Kann doch nicht sein! Ich finde keinen einzigen Butterfly-Fisch. Boah, ich bin quasi in Paarungswut, ja? Paarungswut. Ich könnte ausrasten. Ich muss mich paaren jetzt. Verdammt. Das habe ich ja noch nie gehabt. Also ich habe es jetzt ein paar Male getestet und so weiter. Es ging relativ schnell. Ich kann euch ja mal zeigen, wie es draußen aussieht.
Ja. Komm, ich spring nochmal hoch. Yep. Jawohl. So sieht's draußen aus. Bringt mir jetzt aber auch nicht viel. Oh Leute, es kann nicht sein. Wir können nicht der einzigste Butterfly... Boah, guck dir mal diesen riesen Otto hier an. Leck mich am Arsch. Das gibt's ja gar nicht. Also das ist schon hier Big Boss, ne? Der hat meinen Respekt, auf jeden Fall. Ich denke mal, der wird in Ruhe gelassen, der wird gar nicht angegriffen. Was für ein Brocken. Wahnsinn. Was bist du denn da hinten? Na, auch ein Fisch. Boah, was sind das so für Happen? Boah, Wahnsinn. Kann ich gar nicht reinbeißen, oder? Doch, muss doch gehen. Wie soll ich die denn zerkleinern, immer? Boah, Wahnsinn. Würde mich echt interessieren, was der Brocken für ein Level hat. Und ich glaube, als Butterfly-Fisch können wir nicht arg hoch leveln, weil größer werden wir ja eigentlich nicht mehr. Aber mal schauen. Hier kann ich mich super hoch leveln auf jeden Fall. Dann sehen wir ja gleich. Da unten ist was Größeres. 1,2 Schaden, das ist ein Witz, ja. Ist ein Witz. Der Otto da unten, der inhaliert uns einfach mit einem Zug ein. So, Level 14. Es geht echt verdammt schnell. Und ich bin echt erstaunt, dass wir hier in Ruhe gelassen werden. Level 15. Wir machen mehr Schaden. 1,2. Die können wir jetzt so einziehen, oder? Ja. Ja, wie wir sehen, bei Level 15 ist Schluss. Also, der Butterfly. Level 15. Mehr gibt es nicht. Wir sind voll ausgewachsen mit Level 15. Wir sind ja fast Opa dann, oder? Können wir in Rente gehen. Aber das kann nicht sein. Wir haben noch keine einzige... Noch nicht mal ein Ei haben wir gelegt. Wieso können wir uns eigentlich nicht selbst befruchten? Das war doch viel, viel geiler, oder? Ja, wenn wir uns hier nicht paaren können. Ja, da haben wir auch keine Schnitte, ne? Die sind zu groß. Ja, ja, tschüss. Verschwindet. Hat direkt das Maul aufgerissen. Habt ihr das gesehen? Ah, irgendwo muss doch noch ein Butterfly-Fisch sein. Einer, der mich auch gerade sucht zum Paaren. Also Leute, wie ihr seht, die Butterfly-Fische sterben bald aus. Boah, ein Hammerhai. Ja, den kenne ich sogar. Da oben ist ein Hai. Der kommt da jetzt nicht. Ne, ich dachte, der kommt zu uns. Doch nicht. Ne, ist ein Delfin, oder? Ne, ist ein Hai. War eigentlich hier ein super Fleck. Was haben wir denn da? Kleine Schildkröten. Hey. Schildkröte. Macht ihr gerade hier eine Party, ha? Na, wie geht's denn euch so? Wir suchen unsere Mama. Oh. Ist sie weg? Hat sie euch alleine gelassen? Müsst ihr jetzt alleine klarkommen? Ja, ihr müsst Männer werden. Ihr müsst definitiv Männer werden.
Kann ich euch... Entschuldigung. Ich wollte nur testen. Ach, guck mal, wie sie quieken. Wie süß. Okay. Oh, da hinten ist die Mama. Schauen wir uns auch noch eben an. Ich hoffe nicht, die hat mitgekriegt, dass ich sie... dass ich ihr Kleines gepiekst habe. Hallo. Hey. Ihr seid doch so liebe Tiere, ne? Ihr macht ja nichts, ne? Guck mal, sie ist auf Nahrungssuche. Gut, dann sind wir mal weg. Tja. Ich bin sehr traurig. Ich wollte euch so gerne zeigen, wie das aussieht, wenn man sich paart und selber Eier kriegt. Wow, das ist ja mal ein Megatier hier gewesen. Seht euch das Skelett an. Boah, Wahnsinn. Kein Butterfly. Nur nirgends ein Butterfly. Wow. Boah, ist der riesig. Also ich traue mich jetzt einfach, weil die Folge muss ja irgendwann mal zu Ende gehen. Aber in der nächsten Folge werden wir das auf jeden Fall schaffen. Wir werden uns paaren. Komm. Hey, Brutus. Ich werde ihn einholen. Mal schauen, ob er uns angreift. Hey, Brutus. Na, du? Boah, ist das ein Brocken. Wie heißt denn der wohl? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, das würde mich interessieren. Ist das noch eine Gattung aus einer Steinzeit, oder? Komm, ich schwimme mal in sein Maul. Boah, Wahnsinn. Zieht euch das rein. So, komm, ich mach Selbstmord. Ich bin ein Kamikaze-Butterfly-Fisch. Ich mach Selbstmord. Komm, ich beiß ihn jetzt mal. Ja! Ja! Du bist viel zu groß, du kannst mir nichts tun. Ja, das kann er wirklich nicht. Wie will er sich denn rumbiegen? Wie geil! Ich mach ihn kaputt. Ich mach ihn einfach kaputt. Ich bin ein Rambo-Fisch. Ein Rambo-Butterfly-Fisch. Ja, was willst du auch machen, ne? Aber wie lange müsste ich jetzt hier dran rumkauen, damit der stirbt? Mal ganz ehrlich. Bei 1,2% Schaden. Aber er blutet schon ganz schön. Guck mal hier, die Wunden. Ja, ich hab spitze Zähne. Versuch mal jetzt, sein Auge zu beißen. Kann ich sein Auge beißen? Er kann nichts machen, ne? Ich hänge den quasi am Arsch und er kann nichts machen. Er will mich auch gar nicht angreifen irgendwie, ne? Jo, jetzt bin ich ins Maul reingeschwommen. Jetzt hat er uns vernichtet. Ja, es ging nicht anders. Ich habe leider keinen Butterfly-Fisch gefunden zum Paaren. Aber hey, ich verspreche euch auf jeden Fall, in der nächsten Episode werden wir uns paaren. Wir werden ganz sexuell vorgehen. Ja, das wird das Ziel Nummer 1 sein. Und wenn wir erst ab Level 3 schon sind, also sobald wir uns paaren können, gehe ich auf die Suche und ich werde jeden Fisch platt machen. Also paarungstechnisch, ja. Und dann werden wir Eier legen wie die Könige. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst mir ein Like da, einen Kommentar. Es würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann bald in der nächsten Episode bei Feed and Grow. Euer Cap. Bis bald dann, ne? Ciao.